Ausgangspunkt ist für mich immer die Theorie eigentlich und dann versuche ich Metaphern zu finden, die das, was da an Theorie verhandelt wird, haptisch transportieren. Oder die im Fall des Dosenfleisches, geschmacklos konservierte Fleischform ist, ja für geschmacklose Leben auch stehen kann. Also es ist immer der Versuch, halt was man lang theoretisch beschreiben könnte, auf eine einfache, griffige, geschmackvolle oder in dem Sinn geschmacklose Metapher zu bringen. Das Dosenfleisch ist natürlich dadurch, dass es halt in der Dose konserviert ist, in diesen Blechdosen drin, steht es natürlich auch für den Fahrgast, für den Insassen im Fahrzeug und für diese Kapsel, in der wir uns in den vereinzelten Leben heutzutage befinden. Also jeder ist so in seiner Karriereblase oder Dose drinnen und die Sehnsucht daraus auszubrechen aus diesen Dosen wird halt immer größer. Die drei Figuren, der Rolf, der Versicherungsagent, die Jane, eine Schauspielerin, eine Verunfallte, und Beate, die angebliche Raststättenbesitzerin, die sind alle drei vom Unfall angezogen, auf jeden Fall. Beim Fernfahrer ist das ein bisschen was anderes. Der ist eine Figur, die ein bisschen darüber steht, die so eine Art Erzählerfigur ist, die irgendwie den auch was anzieht an dem Ort, weil dort was passiert ist, was seine Welt aus den Fugen gebracht hat. Aber der nicht so eine Obsession für den Unfall hegt, würde ich mal sagen. Das Eigenartige an der Raststätte ist, dass es so ein Durchgangsort ist. Also man kommt nicht wirklich an der Raststätte. Oder diejenigen, die dort ankommen, die wirklich dort bleiben, die suchen oft was sehr Spezielles. Also die Leute, die man wirklich trifft, die längerfristig auf Raststätten sind, das sind schon sehr eigene Charaktere, würde ich sagen. Das Tolle an der Inszenierung war wirklich, dass die Carina Riedl beim ersten Treffen gesagt hat, sie will mit Schlagzeug arbeiten, weil sie findet, dass der Rhythmus von dem Text einfach zentral ist. Und schon da beim ersten Gespräch habe ich mir gedacht, das geht in eine richtige Richtung und bin da nicht enttäuscht worden. Also für mich ist es, manche nennen das ja auch so richtig die Kindsweglegung, für mich ist es nicht so ein großes Problem, weil ich vorher viel im Theater unterwegs war und die Theaterpraxis kenne und weiß, dass man mit Texten arbeiten muss, dass so ein Theatertext nur die halbe Miete ist. Im Endeffekt ist das so ein Skelett, das dann erst mit Fleisch gefüllt werden muss mal. Und der Theaterabend ist so viel mehr als diese lineare Schwarz-Weiß-Schrift auf dem Papier. Also ich weiß, wie viel es braucht, um aus dem Text wieder einen Theaterabend zu machen. Und darum gehe ich relativ locker damit um. Also wie man eine Sprache entwickelt, wie man so schräge Figuren auch entwickelt, da habe ich oft das Gefühl, die müssen halt wie in der Retorte so wachsen erstmal. Und das versuche ich sehr stark abzuschirmen. Also da braucht es schon so eine Zeit, wo das Ruhe gestellt ist mal und wo man so langsam dran arbeiten kann, bauen kann. Also ich bin auch ein Autor, glaube ich, der kann es mir nicht vorstellen, analog zu schreiben, weil ich glaube, innerhalb kürzester Zeit wäre das Blatt ein Schlachtfeld, weil ich halt einfach am Computer wahnsinnig viel umstelle, umschreibe, ständig halt ummontiere und dadurch halt versuche, so Verlaufskurven zu bauen in den Text, also die Sprache so zu komponieren, dass sie halt zu diesem Höhepunkt des Unfalls in dem Fall kommt. Und über dieses Umstellen und die Satzstrukturen aufbrechen, eine gewisse Rhythmik auch reinzubringen in den Text. Ja, mir voll gefreut, dass ich wieder da sein kann. Es ist schon schön, da auch unter den auserwählten Stücken zu sein, die hier auf Gastspiel kommen und um den Preis halt ringen dürfen.